Eines Tages stürmte mein Freund Lukas in den Unterricht und sagte keuchend: Hey, hast du schon gehört? Vor ein paar Tagen hat ein Mann aus der Nachbarschaft die Polizei angerufen. Aber er hat nichts gesagt. Also, die Polizei ist zu ihm gefahren und hat ihn mit Abge- und einem Handy in der Hand im Badezimmer gefunden. Wirklich? Wenn das stimmt, ist das super gruselig, sagte ich schockiert. Noch gruseliger ist, dass wir den K*** nicht finden konnten. Aber in der gleichen Nacht sah jemand eine Gestalt, die wie eine Vogelscheuche aussah. Mit einer Heugabel, auf der etwas Rundem steckte. Zuerst dachte sie, es wäre ein Kürbis oder so etwas. Wow, das ist gruselig. Es ist doch nicht einmal Halloween. Wer zum Teufel würde so etwas tun? Seien wir vorsichtig. Wenn der Mörder kommt, zeig ihm dein hässliches Gesicht. Dann sucht er sich einen anderen. Mensch, Alter, wie kannst du in so einer Situation Witze machen? Das ist kein Witz. Als dumme Teenager versuchten wir so zu tun, als wäre nichts passiert. Obwohl wir Angst hatten. In jener Nacht, während ich schlief, hörte ich eine Krähe vor dem Fenster krächzen. Ich murmelte im Schlaf ärgerlich. Krähe, du solltest besser still sein, bevor ich dir den Hals umdrehe. Aber nach einer Weile hörte ich jemanden ganz leise flüstern. Vielleicht solltest du auf deinen eigenen Hals aufpassen. Ich erschrak und schaute aus dem Fenster und sah einen Mann dort stehen. Er trug einen großen Hut wie eine Vogelscheuche und sein Gesicht war eine seltsame Maske aus Sackleinen. Er krähte wie eine Krähe. Ich war so schockiert, dass ich schrie, bis mir das Gaumenzäpfchen aus dem Mund sprang. Und in diesem Augenblick öffnete er das Fenster und ließ sich herein. Du bist so laut. Ich warf die Decke über ihn, sprang aus dem Bett und rannte schneller aus dem Zimmer, als Usain Bolt laufen kann. Er riss mit seiner Heugabel in der Decke und verfolgte mich. Ich rannte und schrie, bis das Haus bebte. Das erschreckte natürlich meinen Vater, der mit seiner Waffe herausstürmte. Und ich fing an zu weinen und zu schreien. Töte die Vogelscheuche, Papa! Mein Vater ging mit dem Gewehr in mein Zimmer, bereit zu schießen. Und der Mann sprang aus dem Fenster und rannte weg. Als ich am nächsten Tag aus der Schule kam, ging ich zu Lukas, packte ihn am Kragen und sagte: Du hast gestern Spaß gemacht, oder? Du schuldest mir eine neue Decke. Wovon redest du? Sein Gesicht zeigte totale Verwirrung. Aber als ich Lukas hageren Körper und seine schmalen Unterarme betrachtete, war er eindeutig nicht der Mann, der gestern Abend eine riesige Mistgabel geschwungen hatte. Ich geriet in Panik. Dann wagte es Lukas tatsächlich, sich über mich lustig zu machen. Du bist so ein Baby. Wenn so ein Typ bei dir einbricht, stichst du ihm einfach mit dem Finger ins A**, trittst ihm in die Eier und schlägst ihm dreimal hintereinander zwischen die Augen. Dann ist das vorbei. Ah, wenn ich du wäre, würde er jetzt im Operationssaal liegen. Schade. Lukas boxte in seiner gespielten Begeisterung in die Luft, aber ich konnte nichts sagen. Einige Tage später kam Lukas nicht in die Schule. Dann erfuhr ich von meinem Lehrer etwas Schreckliches. Lukas ist in der Nacht ermordet worden. Man hatte ihn mit abgetragen. Aber sein war nirgends zu finden. Das ganze Viertel stand Kopf und die ganze Polizei stand Tag und Nacht Wache in höchster Alarmbereitschaft. Dann, eines Tages, wurde ein Polizist gefesselt in einem Polizeiauto gefunden. Aber diesmal gab es ein Video von der Dashcam des Wagens. Aber der Täter war auf dem Video nicht zu sehen. Zuerst hörte man nur zwei Leute, die sich stritten. Aber dann sagte der Polizist: Wenn du mir den dann mach es in einem Zug, damit es nicht wehtut. Du solltest mich wirklich gehen lassen. Ich werde niemandem sagen, dass ich dich gesehen habe. Dann gab es ein dumpfes Geräusch und einen Schrei. Und einen Augenblick später rannte der Täter davon. Die Polizei tat ihr Bestes, um den Täter zu fassen. Aber vergeblich. Aber es kursierten viele Gerüchte. Einige Leute sagten, sie hätten das Gesicht des Täters gesehen. Einige behaupteten, sie wüssten, wer der Täter sei. Und einige behaupteten sogar, sie selbst seien der Täter.
Aber das waren alles Lügen. Nach dem Tod des Polizisten wurde der Mörder nie wieder gesehen. Aber seitdem schlafen die Leute in der Nachbarschaft immer bewaffnet. Ich habe immer noch Zweifel. Wer war der Mörder? Es geschah, als ich 12 Jahre alt war. Ich hatte eine gute Freundin namens Mina. Ihre Cousine war gestorben und sie war sehr traurig darüber. Das belastete unsere Freundschaft sehr und wir distanzierten uns langsam voneinander. Als wir in die Sekundarstufe kamen, hatten wir vergessen, oder es war uns zu dem Zeitpunkt egal, dass wir einmal auf dasselbe Gymnasium gehen wollten und meldeten uns an verschiedenen Schulen an. Meine Freundin kam auf mysteriöse Weise auf meine Schule, als ich 15 Jahre alt war. Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen und den Kontakt verloren. Ihre Augen waren nicht mehr haselnussbraun, sondern dunkelbraun. Ihr Haar hatte die braune Farbe verloren und war ganz schwarz geworden. Aber ich erkannte sie wieder. Sie hatte denselben Namen, denselben Nachnamen und als ich ihre Eltern sah, die sie abholten, waren sie dieselben. Die Monate vergingen und sie hatte sich keinen guten Ruf gemacht. Die Leute spekulierten, dass sie sich sehr für dunkle Dinge interessierte und alles liebte, was mit dem Tod zu tun hatte. Und das machte mir Angst. Eines Nachts träumte ich, dass ich in einem Sarg neben einem Mädchen aufwachte, das ich nicht kannte. Ihr Körper war völlig verwest. Maden und unidentifizierbare Insekten krochen aus ihr heraus. Ich wachte panisch auf, schwitzte und konnte nicht schlafen. Später am Tag erzählte ich meinen Freunden von dem Albtraum. Wir versuchten, den Traum zu verstehen, aber nichts ergab einen Sinn. Als wir zur nächsten Unterrichtsstunde gingen, hörten wir, wie sich ein paar Jungs über ein Online-Forum unterhielten, in dem gestörte Jugendliche über ihre Todeslisten diskutierten. Meine Freunde und ich schauten uns entsetzt an. Eine von uns war fasziniert und wollte herausfinden, worum es in diesem Online-Forum ging. Der Rest von uns beschloss, sich nicht an ihren Nachforschungen zu beteiligen. Und wir vereinbarten, dass sie uns am nächsten Tag erzählen würde, was sie dort herausgefunden hatte. Der nächste Tag kam. Wir fragten sie, was passiert sei, und sie sagte nur, das wollt ihr nicht wissen. Sie war sehr aufgeregt und wir versuchten sie zu befragen, aber es gelang uns nicht. Wir kamen in der Schule an und sobald meine alte Freundin an uns vorbeiging, wurde sie immer ängstlicher und zog uns drei in eine Ecke. Und sie erzählte uns alles, was sie herausgefunden hatte. Die Jungs haben nicht gelogen über das Forum. Es ist voll von gestörten Kindern, die grauenhafte Dinge getan haben. Doch für die Ermittler waren sie unschuldig. Sie wurden nie erwischt. Dann sah sie mich an. Erinnerst du dich an den Traum, den du vor ein paar Nächten hattest? Ja, was ist damit? Sie schaute mir direkt in die Augen. Ich habe eine Geschichte gefunden, die genau wie deine ist. Die Autorin sagt, dass sie ihre Cousine und die beste Freundin ihrer Cousine ermordet hat. Sie fand eine große Holzkiste in der Hütte und stopften die beiden Körper hinein.